Und der nächste Tipp kommt sogleich. Für die Sparfüchse, die sich bei eBay oder sonst irgendwas so diese Spit-Tabletten kaufen, die etwas größer sind, die passen natürlich so nicht in den Brennschieber rein. Klar, sind ja auch zu groß. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, die ein bisschen kleiner zu kriegen, ohne dass wir jetzt großen Bruch machen. Und zwar kann man da so ein Stückchen draus machen. Das geht ganz einfach. Und zwar mit einer handelsüblichen Kneifzange. Man sollte natürlich darauf achten, dass die vorne etwas breiter ist hier. Möglichst breit. Aber die gibt es schon für ganz wenig Geld in den Baumärkten. Einfach hier etwas abpassen. Entweder längs oder quer. Kann man sich aussuchen. Ansetzen. Etwas leicht abdrücken. Und schon hat man einen Spitblock, der ganz bequem in den Brennschieber reinpasst. Ganz einfach. Und ohne viel Bruch und ohne viel Verlust.